Heute geht's auf Salt Spring Island. Wir haben jetzt 10 Uhr. Um 11 müssen wir aus dem Hostel raus. Dann gehe ich gleich auf den Bus. Um 1 fährt dann die Fähre. Fährt so eine halbe Stunde. Und dann holt mich der Joe am Flughafen ab. Genau, ich bin jetzt am Tim Hortons. Robert hatte im Hostel gefrühstückt, aber das wollte ich mir nicht geben. Ja, dann seht ihr nachher nochmal Robert kurz und dann laufen die Videos. Ohne Robert weiter. Ich hoffe, sie werden immer noch so gut. Also dann, Robert. Ja, komm mal rein. Mach's gut. War richtig geil. Ja. Meld dich mal. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja, ich denke auch. Spät in Deutschland, ne? Nein, wir müssen jetzt eine Partyfirma in der Startadresse. Ja, ich hab da drin noch ein paar Adressen von dem Buch. Mal anschreiben, ob ich dann Sommer einen Shop bekomme bei dem. Zweite Klasse. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch was zusammen machen. Ja, jetzt ziehen wir was. Ich glaube, er wird dieselbe Route werden wahrscheinlich schon haben dann. Ich finde, jetzt geht's anfangen, das ist richtig los. Ja. Ja, also dann, mach's also, gut. Also, hau rein. Perfekt. War echt geil, ja. Ciao. Ciao. So, jetzt bin ich allein. Für mich geht's Abenteuer Kanada jetzt erst richtig los, weil wenn man zu zweit ist, ist doch was ganz anderes. Wenn man es nicht versteht irgendwo, man guckt sich einfach an und sagt, hey, hast du es gerade geblickt oder so, und jetzt gibt es nicht mehr. Ich bin jetzt ganz allein. Das Gefühl ist komisch. Irgendwie ist man in 2 Wochen doch zusammengewachsen auch. Tag und Nacht zusammen und wir haben uns super verstanden, viel Scheißdreck miteinander gemacht und das ist jetzt auf einmal so weg. Das Gefühl, Robert da allein zu lassen, oder er hat jetzt halt noch gewartet im Hostel auf seinen Bus, der um 3 fährt. War irgendwie komisch, da rauszugehen und zu wissen, in der nächsten Zeit sieht man nicht mehr. Ich hoffe, dass ich ihn wiedersehen werde nochmal, dass wir was noch machen. Jetzt warte ich auf meinen Bus, der kommt in 10 Minuten. Dann auf die Fähre um 1. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie es beim Joe sein wird, was er für ein Typ ist, weil ich habe keine Bilder gesehen, ich habe sonst nicht so viele Informationen von ihm gekriegt. Also es ist einfach ein Schritt ins Ungewisse jetzt. Er ist so ein bisschen fertig oder aufgeregt, also das Gefühl ist jetzt schon krass gerade. Dass es einfach losgeht, der Traum, auf den ich echt lang hingearbeitet habe. Ja, wir sehen uns auf der Fähre oder so. Laufen wir mal drauf. Ich muss sagen, das Gefühl ist schon krass anders, wenn man allein unterwegs ist und jemand so angucken hat und wo lang geht's? Ja, egal, gucken wir halt mal. Schon weg Erdstar allein. Aber ist ein geiles Gefühl. Jetzt geht's los. Hin und her. Jetzt kam gerade der Mann, der da steht, der Schotte. Er hat mich gefragt, ob ich Snowboarden war in Whistler oder ob ich gehe. Dann habe ich mit ihm geredet und mich gerade so gewundert, hey, wie kam er jetzt eigentlich da drauf wegen Snowboarden? Vielleicht liegt es ja daran. Naja, ich laufe hier mal noch ein bisschen auf der Stelle rum. So, die ersten Eindrücke sind verarbeitet. Erster Eindruck war ein wenig chaotisch, aber es ist richtig geil hier. Das ist mein Trailer, dem ich penne.
guck mal kurz rein. Hier halt Terrasse, Bach, der kommt direkt vom Berg, Quellwasser, kann man trinken. Ja, hier ist mein Schlafplatz. So, ich gehe mal wieder in die Küche. Da ist der Sebastian gerade am Kochen. Dem helfe ich jetzt. So, da hinten sieht man das Haus, was Joe baut. Ich finde es ja schön, dass er so stolz drauf ist, aber irgendwie ist das wegen vom Murks. Ja, so ein Jäger und Sammler halt. Aber man muss es einfach gut auf sich wirken lassen. Da kommt man damit ganz gut zurecht. Und als er mir das vorhin gezeigt hat, innen drin, der war halt stolz wie Bolle drauf. War richtig süß. So, das war sein erster Trailer. Da hat er drin gepennt, bevor er das Haus hatte. Da ist jetzt Küche drin. Genau. Und Vorratskammer noch. Und da kochen wir jetzt. So, ich bin jetzt in meinem Trailer. Einfach geil, wenn man mal wieder Platz hat. Im Hostel war alles wegen beengt. Ja, ich war jetzt die ganze Zeit im anderen Wohnwagen, wo die Küche drin ist. Und das Wohnzimmer sozusagen. Und habe mich lange mit den beiden Deutschen unterhalten, mit Simon und der. Es fällt mir der Name nicht mehr ein. Und der Joe kam gerade eben auch noch rein. Mit dem habe ich gerade noch ein Bier getrunken, ein bisschen geredet. Alles soweit richtig chillig. Es war nur der erste Eindruck, der ein bisschen geflasht hat, aber richtig sozial. Der Typ. Mega nett. Kann man gar nichts sagen. Und morgen gehen wir paddeln. Um 10:30. Bin ich mal gespannt, wie es wird. Bestimmt cool.